Hallo, ich grüße euch. Ich wollte natürlich mal weitermachen mit der Videoreihe über die Wahlen. Ihr wisst ja, dass jetzt in den USA in Größenordnung Wahlbetrug aufgedeckt worden ist. Er läuft im Prinzip nach dem gleichen Schema, wie das auch jahrelang in der Bundesrepublik gelaufen ist. Man hat also die Briefwahlstimmen dazu benutzt, um das Wahlergebnis zu manipulieren. Das funktioniert in der Bundesrepublik hervorragend. Und zwar deswegen, weil zunächst alle Wahlstimmen aus den Wahlbriefumschlägen auf den Tisch geworfen werden und die werden vermischt, direkt also unter den Augen der Anwesenden, mit denen, die aktuell aus der Urne sind. So. Und damit lässt sich nicht mehr rückverfolgen, wie hoch der Anteil von gefälschten Stimmen ist. Na? Und das heißt, wenn also zum Beispiel in den Briefwahlstimmen nur Grüne drin sind, kann das ja statistisch nicht funktionieren. Aber da die vermischt werden, wird das eben nicht aufgedeckt. Und da haben die also seit 2008 immer wieder Wahlbetrug drauf aufgebaut und konnten aufgrund dessen, dass sie ja wussten, wie viel gefälschte Stimmen in den Briefwahlunterlagen sind, mit ziemlicher Treffergenauigkeit vorhersagen, wie die Wahlergebnisse ausfielen. Und man hat die Umfragen so frisiert, damit am Wahltag ein grundlegend anderes Ergebnis rauskommt, als man angeblich durch diese angeblich aber gefälschte Umfragen rausbekommen hat. Und man weiß natürlich, dass das vorne und hinten nicht stimmt, weil wenn man sich unabhängige Umfragen ansieht, bei Facebook oder irgendwo, wo also jeder da mit einer Stimme vertreten ist, sieht man, dass die Ergebnisse deutlich anders aussehen, wie das, was wir dann immer am Wahlabend erfahren haben. Und ihr habt euch sicherlich noch gemerkt, wie das war damals bei der Bundestagswahl, bei der AfD. Da blieb auf einmal die Zahl der AfD-Stimmen bei 4,9 liegen. Und dann hat sich lange Zeit nichts getan. Und dann erst rückte die nach. Und genau das Gleiche passiert eben auch momentan in den USA, wo eben durch Wahlmaschinen das Ergebnis manipuliert worden ist. Und da hat jetzt der Jim Watkins, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sich jetzt rangemacht und hat versucht, mit forensischer Analyse herauszufinden, wie diese Manipulation halt funktioniert ist. Und da ist eine sogenannte Fraud-Checklist entstanden. Ich zeige es mal. Könnt ihr euch bei Twitter raussuchen. Ich kann es auch noch mal verlinken im Video. Ich gehe mal kurz drauf ein. Also, festgestellt worden ist, dass es tote Wähler gibt. Das ist eine Erscheinung, die auch in der Bundesrepublik regelmäßig auftritt, dass, also ich kann mich daran erinnern, an zu meiner Zeit, als ich zu DDR-Zeiten Wahlprüfer war. Na, da war ich in der Wahlkommission mal mit drin und war auch mit beim Auszählen. Und da waren ein Haufen Tote in den Wählerlisten drin. Und da kamen dann Leute und haben gesagt, ja, meine Mutter ist doch schon lange tot, wieso steht denn die hier mit auf der Liste? Da habe ich doch schon dreimal gemeldet. Also bei jeder Wahl steht die mit drin. So, und da wisst ihr, dass also die regelmäßig mitgeführt werden und dass für diese Toten eben vorausgefüllte Wahlbriefstimmen eingeworfen werden und zwar genau abgezählt. Und das erste Mal wirklich aufgefallen war es eben bei der Wahl in Flöha, ich hatte es schon mal erzählt, wo dann 103 und in einem anderen Wahlkreis 106% Wahlbeteiligung zustande kam. Und dann flog das Ding auf und dann haben die natürlich dann die Wahlverantwortlichen zur Seite genommen, weil es eben auch sich nicht mehr reparieren ließ. Und da kam dann raus, dass es immer Zweier gemacht haben. Und diesmal hatten sich aber nicht abgesprochen, wer wie viel beigemischt hat. Und dadurch ist es eben rausgekommen. Ist aber gut, wenn das rauskommt. Ja, also tote Wähler ist also eine Erscheinung, die überall in den Ländern auftritt, wo Briefwahl möglich ist. Und Briefwahl ist immer ein Anhaltspunkt, dass eine Wahl leicht zu fälschen geht. Ja, und dann wurde in Michigan 6:31 AM, also früh, 134.000 Stimmen für Biden eingemischt, und zwar als Paket. Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Die Wahlmaschinen haben also einen Scanner drin und die erkennen sozusagen dort, wenn eine Stimme drin ist und scannen die Unterschrift ein und legen das dann als Datensatz ab. So, und in der Nacht sind die dann hingekommen mit USB-Sticks, haben die Daten abgezogen und gefälschte Daten auf die Wahlmaschinen wieder aufgespielt. So, und dadurch sind die Sprünge entstanden. Also wenn eine Kurve, ich will mal sehen, dass ich es richtig rum zeige, also wenn die Kurve so ansteigt und dann auf einmal so eine Zacke ist und das dann weitergeht, dann kann das nicht stimmen. Ja? Das ist eine mathematische Unmöglichkeit, dass für den einen Kandidaten die Kurve glatt ist, also auch
Man sagt dazu auch stetisch. Und bei einem anderen Kandidaten zu der gleichen Zeit plötzlich springt. Und zwar in so einer Größenordnung, dass es im Prinzip durch Softwarefälschung bzw. eben durch Manipulation in die Ergebnisse einfließt. So, dann hatten wir festgestellt, dass die Tabulationssoftware, also das ist die, die sozusagen erfasst, wer vor welchen Kandidaten gestimmt hat, die wurde also die Firmware manipuliert. Und die Software wurde auch dann noch offshore geladen. Also das heißt, in Frankfurt hat man festgestellt und in Barcelona haben Server gestanden, der in Frankfurt muss in der Botschaft gestanden haben und wurde von der CIA im Prinzip bestellt und bewacht. Und die CIA müsst ihr euch vorstellen, das ist eine sich verselbstständigende Drei-Buchstaben-Organisation in den USA, die von Freimaurern gegründet worden ist und die ständig gegen die aktive Regierung arbeitet und es war bislang nicht möglich gewesen, diese Organisation sauber zu kriegen. Also das ist im Prinzip, wenn man so will, eine Organisation, die weltweit agiert, also nicht nur in den USA. Eine Hauptstelle gibt es auch in der Schweiz, unter anderem eben auch in der Bundesrepublik. Und man hat eben gedacht, dass dieser Server in der Frankfurter Stelle der Botschaft sicher wäre, weil ja das im Prinzip hoheitliches Gebiet ist. Aber das Militär hat also dann dort die Server beschlagnahmt und dann auch festgestellt, dass es dort Manipulation gegeben hat. Und jetzt weiß man auch zusätzlich, dass der militärische Geheimdienst den Datenverkehr mitgelesen hat, aber diesen sozusagen nicht denjenigen zur Verfügung stellen kann, die momentan mit der Wahlprüfung beteiligt sind. Das wird aber sicherlich noch passieren, wenn die Sache vor Gericht landet und das angefordert wird. Jetzt versuchen sie erstmal mit den Mitteln des Zivilrechts und des Strafrechts die Server und die Wahlmaschinen zu sichern und zu gucken, wann wurde mit welcher Möglichkeit auch Abgleich mit Überwachungssystemen die Stimmen manipuliert. So, dann weiß man, dass die Dominion Software eng mit dem Beaten-Team vernetzt ist. Man weiß also, dass der Brett, wie hieß er denn gleich, Raffensperger, fest in die Dominion, ja, ich sag mal, Provisionen eingebunden war und dass auch Leute, die zur Wahl standen, beziehungsweise auch einen direkten Einfluss hatten, weil sie in einer bestimmten Partei bei dem Wahlzählungsteam mit dabei ist. Das ist eine Sache, die unmöglich ist. Dann hat man auch versucht, dass man also die Wahlbeobachter hat ausgesperrt, also nur Leute zugelassen, die von den Demokraten waren und dort eben die den Betrug gemacht haben. Und man hat also 28 Staaten identifiziert, die von außerhalb die Stimmen manipuliert haben und eingespielt haben. Man weiß also, dass das bis Chile und Venezuela gegangen ist, also überall dort, wo der Deep State selber auch Stellen hat, wo die also Server gestellt haben. Und dann wurden sozusagen die Wahlbeobachter auch illegal entfernt von dem Wahlvorgang. Das ist also auch eine Unmöglichkeit. Na, also wenn das passiert, ist die Wahl eigentlich schon um die Ecke genommen. Aber nun muss man wissen, dass eben auch das Justizsystem der USA selber auch mit Demokraten besetzt wird und da deckt also einer die Schweinereien des anderen. Ja, dann haben wir, was steht da noch? Poll able to init. Ja, genau. Und dann wurde erlaubt, dass diejenigen, die sozusagen die Auszählung machen, administrative Rechte hatten, auf den Wahlmaschinen willkürliche Änderungen zu machen. Also zum Beispiel aus 1000 Stimmen verbieten, 100.000 Stimmen verbieten. Also einfach dort die Zahl umtragen und da war das Sinn. Und da muss man wissen, dass bei dem Zugang von diesen Wahlmaschinen kein Root-Passwort gesetzt worden ist. Also jeder konnte dort Systemadministrator werden und konnte sich dort einloggen und die Tabellen, die da also dort drinnen sind, manipulieren. Das wurde also auch nicht gelockt. Ja, und dann muss man wissen, dann wird ja nicht nur das abgeglichen, was dort eingelesen ist, sondern man weiß ja im Vorfeld, wie viel solche Abwesenheitsmeldungen raus sind, also sozusagen die Ballots angefordert worden sind und die viel zurückgelaufen sind. Und es kann nicht sein, dass in einem Staat dann wegen 100.000 angefordert sind und 130.000 zurückkommen. Also da sind 30.000 zu viel, selbst wenn es alle schicken. Und die Rücklaufquote von den Anforderungen ist in manchen Staaten zwischen 60 und 80%. Und bei dieser Wahl hat man also auch Leuten Ballots rausgeschickt, die sie überhaupt nicht beantragt haben.
Also das ist auch eine Sache, die eigentlich nicht geht, weil nach dem Gesetz musst du das anfordern, musst das auch unterschreiben. Und jetzt hat im Prinzip der Gouverneur noch verhindert, dass es ein Audit gibt. Der Audit ist also, dass verglichen werden soll, die Unterschrift auf der Bescheinigung mit bekannten Unterschriftshinterlegungen, zum Beispiel bei der Beantragung der Fahrerlaubnis oder wenn du irgendeine spezielle Berechtigung erwirbst, Flugschein oder was weiß ich, ja, Krankenkasse oder so. Und das wird dann abgeglichen. Wenn die Unterschriften total unterschiedlich sind, wird das natürlich dann abgelehnt. Und man hat festgestellt, dass hunderttausendeweise solche Stimmzettel eingereicht wurden, wo die Unterschrift durch einen Kopierer eingefügt worden ist. Also das heißt, eine kopierte Unterschrift, ein Faksimile, ist also auch keine gültige Unterschrift. Es muss also wirklich nachweisbar sein, dass es auf dem Original unterschrieben ist. Ist nicht passiert. So, dann haben die nochmal 143.000 solche Wahlscheine in Wisconsin in der Nacht 3:42 Uhr eingebucht. Und zwar genau dort, wo die aufgehört haben mit Zählen. Also die haben sozusagen dort verhängt, dass jetzt aufgehört wird mit Zählen. Das ist auch ein Vorgang, der eigentlich nicht funktioniert. Ne? Und zwar zu dem Zeitpunkt, als Trump im Prinzip die Wahl für den Bereich gewonnen hatte, haben die aufgehört mit Zählen. Dann haben die Leute heimgeschickt, aber sind eben noch welche von Demokraten geblieben. Und die haben eben dort illegal auch mehrfach immer wieder den gleichen Packen durch den Scanner gejagt und sozusagen die Stimmen verbieten auf ein sehr hohes Niveau gehoben und zwar so hoch, dass man sagen konnte, das kann unmöglich durch einen normalen Vorgang passiert sein. So, dann haben die 15.000 solche Dinger von einem anderen Bundesstaat gezählt, also dort überhaupt nicht hingehören und es haben Leute aus anderen Bundesstaaten per Mail gewählt. Also man muss dann schon im Prinzip in Georgia wohnen, wenn man in Georgia eine Adresse angemeldet hat, von der die E-Mail losgeschickt worden ist. So. Das sind also Sachen, die auch das Militär dann rausfinden wird, aber erst, wenn es da drauf ankäme. So, dann wurden die Whistleblower erpresst, weil die ja einige auch von dem US Postal Service waren. Also denen haben wir also gesagt, wir zerstören deine Existenz, wenn du verrätst, dass wir also aus anderen Bundesstaaten oder illegal nach der Frist umdatierte Ballots in den Vorgang eingemischt haben. Das ist also eine schlichte Erpressung. Und das würde dann auch dazu führen, dass es gleich gewertet wird, wie wenn man Beweismittel vernichtet. Und das ist in den USA eben sehr hoch bestraft, kann man also bis zu 12 Jahre ins Gefängnis wandern. Die Frage ist nur, wird es dann auch so verfolgt oder ist das ganze System korrupt? So, dann wurden ge offensichtlich gefälschte Unterschriften auf diesen Wahlschein als echt bestätigt, obwohl klar ist, dass die Unterschrift auf dem Wahlschein nicht mit den bereits bekannten Unterschriften zusammengepasst hat. Das wurde also trotzdem bestätigt. So, dann hat man trotzdem 100 Affidavits erfasst. Also Affidavit ist ungefähr so wie eine Zeugenaussage mit einem besonderen Schwur, der in die private Haftung eingreift. Und der kann nur aufgehoben werden gegen Entgegenschwur, der noch höher ist. Aber es würde niemand in die unbegrenzte Haftung gehen, die in dem System arbeiten, weil, wie gesagt, es ist dann wirklich unbeschränkt und das wird wahrscheinlich nicht passieren, sodass die Affidavits erstmal als Beweismittel vor Gericht akzeptiert werden müssten. So, und dann hat man festgestellt, dass das Wahlsystem auch von Venezuela aus gesteuert und entwickelt worden ist und wohl auch ein ehemaliger hoher Offizier in Serbien an der Programmierung von diesem Dominion gearbeitet hat. Also ich beziehe mich hier nur auf die Checkliste, ich habe also kein externes Manuskript, sondern nur erstmal, dass ich mich nicht vergesse. So, und dann hat man in China solche Wahlunterlagen gedruckt. Das hatte ich in dem letzten Video auch schon erklärt. Das ist also eine rechtliche Unmöglichkeit. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, so einen gültigen Wahlschein zu erzeugen. Also immer über das Department of Homeland Security, die also dort offiziell ermächtigt sind, welche zu drucken. Oder der Bundesstaat selber beauftragt eine Wertpapierdruckerei, die das herstellen und da ist es erforderlich, dass dann auch ein Wasserzeichen drauf ist, sodass festgestellt werden kann, ob es eine echte oder eine unechte Urkunde ist. So, und wir hatten natürlich bei einem ausländischen Druckverfahren
kein Abgleich des Wasserzeichens stattgefunden, sodass also die Wasserzeichen gefaked sind und auch mit nichts im System zusammenpassen. So, und das ist also auch bestätigt inzwischen. Und Teile von einem Wahlsystem in USA in China herstellen zu lassen, ist also auch eine Unmöglichkeit, weil dort relativ leicht, also durch Firmware-Manipulation oder fehlerhafte Chips, absichtlich eingebaute fehlerhafte Chips, also in der Regel sind das Haftspeicher, die dort manipuliert sind und sozusagen ein Fehlverhalten in der Software verursachen. Und es wäre inzwischen auch bewiesen worden, dass man diese Wahlmaschinen innerhalb von 4, 5 Minuten hacken könnte. Also da kann man nicht von Zufall ausgehen. Also wenn das so schnell geht, so ein System zu hacken, man muss ja überlegen, Embedded Systems gibt es nur schon seit 10, 15 Jahren in einer Qualität, wo man sagen kann, das entspricht ungefähr einem mehr oder weniger gut aufgesetzten Linux. So, und da kann man nicht so ohne weiteres dort einbrechen. Da muss man schon wirklich, also da braucht man schon wirklich richtige Kenntnisse. Man muss auch wissen, wo man reingreift. Aber wenn Rootpasswort offen ist und man einfach über die serielle Schnittstelle dort reinkommt, dann ist natürlich alles offen. Geht. Also, das ist erstmal das, was neu passiert ist. Jetzt ist es sozusagen dran, an einen von den drei Swing States nachzuweisen, dass dort manipuliert worden ist. Und es sind wohl 5 Bundesstaaten in den USA, wo jetzt die Audits bestätigt werden. Das wird also im Laufe der nächsten Woche dann nochmal ein Audit geben. Außer in Georgia, dort weigert sich also der Gouverneur, den Unterschriftvergleich zu machen. Und es ist wohl auch so, dass dort die auffälligsten Störungen sind. Dort sind ja auch sehr viele Wahlmänner, die also dort stehen. Und würde Georgia dann nachweislich eine Fälschung nachgewiesen werden, würde Biden nicht nur in Georgia das Verfahren verlieren, sondern in allen Bundesstaaten. Das ist also auch nochmal eine Sicherheit, die in der US-Verfassung drin ist. Wenn jemand bei einer Wahl in einem Bundesstaat betrügt, fliegt er überall raus. Ja, und dann wird er für den Rest seines Lebens einsitzen, wenn er nicht aufgibt oder das zugibt und die Hintermänner benennt und so weiter. Also dort wird es nochmal größere Aufdeckung geben, aber es ist zu erwarten, dass, ja, sagen wir bis zum 14. Keine große Vorlage an den Supreme Court erfolgt und der müsste dann erstmal festlegen, dass eine Voter-ID eingeführt werden müsste, weil sonst das nach dem gleichen Schema wieder betrogen würde. Also da müssten die Wahlmaschinen verboten werden und es müsste eine Voter-ID eingeführt werden. Dann kann man sich vorstellen, dass das nur auch eine Übernacht passiert. So, und das würde dann dazu führen, also wenn der Beweis einer manipulierten Wahl erbracht worden ist, wäre Trump berechtigt, auch den Notstand auszurufen. Und das würde dann dazu führen, dass dann die Nationalgarde allein berechtigt wäre, die Stimmen auszuzählen. Da wären also die Bundesstaaten bei der Auszählung raus. Und das würde natürlich ungefähr realistische Wahlergebnisse erzielen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass der Biden angeblich 80 Millionen gültige Stimmen haben soll, aber auf Twitter zum Beispiel bloß 9,1 Millionen Follower hat, während Trump 85 Millionen Follower hat, wenn man das ins Verhältnis setzt, kämen Biden bei 8,4 Millionen Stimmen raus und das wäre weit unter ferner liefen. Würde aber in der richtigen Relation zu dem sein, wie viel an seinen Wahlkampfveranstaltungen teilgenommen haben. Manchmal konnte man die an einer Hand abzählen und der Rest war Security. Ja, also insofern ist die Sache eigentlich klar. Die Frage ist nur, wann wird in der Bundesrepublik aufgeräumt? Weil die letzte Bundestagswahl ist gefegt. Ich selber habe ja den Nachweis erbracht, dass die Europawahl 2008 war, die glaube ich, gefälscht war. Da gibt es auch einen Gerichtsbeschluss dazu. Folglich ist also die nächste Wahlperiode auch schon falsch, weil wir die falschen Änderungen am Wahlsystem gemacht haben, nämlich genau das DAG, was verfassungswidrig ist. Wurde nochmal 2013 geändert, aber nicht bekannt gegeben. Aber genau die Fassung nochmal bei der Wahl benutzt. Da hatte ich eine Wahlanfechtung gemacht und die hatte die AfD verhindert. Das ist schon mal interessant, dass die AfD eine Wahlanfechtung niedergeschlagen hat, also auch in Thüringen, wo sie hätte selber profitiert. Ja, und das hat der Lucke, ist da glaube ich, gemacht.
Na, und es ist auch im Video zu sehen, die haben sich also überhaupt keine Mühe gegeben, einzugreifen. Und die waren auch vor der Wahlanfechtungsfrist schon im Landtag. Das geht also ohne. Ne? Da muss erst die Wahlanfechtungsfrist ablaufen. Und wenn dort keine substanziellen Angriffe sind, dann können die dort einziehen. Weil ansonsten würden die ja ganz leichten Zugriff haben und dort sich einmischen in die ganzen Wahlvorgänge. Und wir hatten ja damals gesagt, wir würden gerne mal die angeblich nicht gültigen Unterstützungsunterschriften mal genauer angucken. Und da vermuten wir eben, dass dort nachträgliche Fälschungen gemacht worden sind. Und die haben sie ganz schnell verschwinden lassen. Das waren, glaube ich, 82 Stimmen, die zweifelhaft waren. Und wir wollten die sehen. Und da ist dann der Wahlleiter einfach mal schnell in Urlaub gefahren. Und im Landtag haben sie dann einen Sicherheitsdienst gerufen, obwohl wir berechtigt waren, die anzugucken. Das hat er uns auch zugesichert. Aber anscheinend hat er uns angelogen. Ja, also das kommt alles nochmal raus, weil. Wenn Trump in den USA aufräumt, wird er das auch in der Bundesrepublik machen. Und da fallen alle Wahlen ab Europawahl 2008 rückwärts. So. Und wir wissen ja, dass bereits bei der ersten Wahl, bei der ersten Bundestagswahl 1955 rum, in die Wahlgesetzgebung reingepfuscht worden ist. Und zwar, also während des Krieges, ne, gibt es niemals eine gültige Wahl. Das wären aktiven Kampfhandlungen, die waren also bis Sommer 1955. Gibt es keine gültigen Wahlen. Ja, selbst dann, wenn ein Bundestag einberufen worden ist und die eingesetzt worden sind, und kann man alles machen, aber es muss erstmal das Kriegsende seitens der Alliierten erklärt worden sein. Das ist 1955 und vor dieser Zeit wurde schon in die Wahlgesetzgebung reingepusht, obwohl noch gar keine normalen staatlichen Wahlen durchgeführt worden sind. So. Und dann hätte man nämlich erstmal die Bundesstaaten wiederherstellen müssen. Also das heißt, man hätte alle 26 Bundesstaaten wiederherstellen müssen, weil sonst kann man überhaupt keine Migranten erzeugen. Ja? Die Einbürgerung eines Wahlberechtigten erfordert ein intakter Bundesstaat und da muss handlungsfähig sein. Und solange der nicht handlungsfähig ist, sind die ganzen Wahlen ungültig. Die ganzen Verträge mit der EU sind alle nichts wert, weil die Anzahl der Wahlberechtigten nicht stimmt. Und das kann man sich auch ganz leicht überlegen. Wenn das Grundgesetz einen Geltungsbereich hat von 1937, kann das schon mal nicht sein, weil das Tillerson-Urteil sagt, alles das, was nach dem 5.3.1933 zustande gekommen ist, verfassungswidrig ist. So. Also kannst du aus dem Gebiet, was verfassungswidrig zustande gekommen ist, aufgrund eines gefälschten Versailler Vertrags, wo ja Teile des Deutschen Reichs abgetrennt worden sind, keine gültige Wahl erwarten. Das geht einfach nicht. Weil der Versailler Vertrag ist ein Staatsvertrag und er müsste vom Kaiser unterschrieben sein. Er hat sich aber geweigert, das zu machen. Da hat ja nicht mal die Verfassungsänderung vom 28.10.1918 unterschrieben, sondern da hat Max von Baden eine Urkundenfälschung gemacht. So, also das heißt, der letzte gültige Stand ist der 27.10., weil am 28.10. der Putsch war. Und Putsche gehen grundsätzlich von 0 Uhr los. Ne? Das hängt mit Lehnsrecht zusammen, weil die Kontrolle über das Staatsgebiet verloren geht. Und es steht auch in der Hager Landkriegsordnung drin, wenn die Kontrolle über die Hauptstadt verloren geht, ist das auf jeden Fall eine Besatzung. Und dann wird das Landrecht eingefroren. Und die Kontrolle ging bereits am 28. verloren, weil der Kaiser ja schon 3 Stunden später über die Grenze war. Ja, und dann muss er wissen, er musste ja panikartig das Land verlassen, weil ja Mord angedroht worden ist. Ja, und wenn die USA selber noch mit an dem Mordkomplott beteiligt waren und gefordert haben, dass der Kaiser unbedingt abtreten muss, und dafür war Woodrow Wilson zuständig, dann hat die USA also auch eine Mitverantwortung an der Wiederherstellung der Bundesstaaten. Ansonsten würde das nach Haager Landkriegsordnung eine Pfändung bedeuten, die in den Staat eingreift und das wäre dann Plünderung. Also das heißt, wenn also Migranten in unbegrenzter Zahl hier reingelotst werden und den angeblichen Staatshaushalt belasten, dann wäre das das gleiche wie Plünderung. Plünderung ist immer grundsätzlich ersatzpflichtig. Also das heißt, der Besatzer würde sich durch seine eigenen Regeln im Prinzip selber zu Fall bringen. Das ist genau das, was wir hier haben. Und was wahrscheinlich auch der Grund für einen Dritten Weltkrieg ist. Und wer sich da mal da interessiert, guckt sich mal den Irrmeier an. Der hat das schon vorhergesagt, dass es so etwas geben wird. Und wir hoffen mal, dass das nicht nötig ist. Es wäre nicht nötig gewesen, wenn die Patrioten sich mal 2008 und 2009 einig geworden wären. Aber momentan ist es also so, dass die immer noch denken, man kann auf einem Grundgesetz einen Rechtsstaat errichten. Das geht nicht. Ein Grundgesetz ist ein besatzungsrechtliches Mittel. Damit tut der Besatzer im Prinzip sich gewisse Rechte einräumen. Das ist nie staatlich. Also Grundgesetz und Staat passt
immer nie zusammen, ne? Weil Grundgesetz ist Besatzungsrecht und Verfassung gehört ins Staatsrecht. Und wir reden hier über Verfassung, wir reden auch nicht über die Weimarer Verfassung, sondern über die kaiserliche Reichsverfassung. Und dort steht drin, wenn Teile dieses Staatsgefüge nicht nach Verfassung arbeiten, und das tut die ganze Bundesrepublik nicht, dann unterfällt das einer sogenannten Reichsexekution. Eine Reichsexekution ist ein juristischer Vorgang, das alle Verträge und Absprachen und Haushaltspläne nichtig macht. Das heißt, wir würden per Reichsexekution auf jeden Fall am 27.10.1918 rauskommen, weil auch das, was die Weimarer Republik gemacht hat, ungültig zustande gekommen ist aufgrund des Putsches. Ja, also die Weimarer Reichsverfassung wurde auch nicht ausgefertigt und der Versailler Vertrag ist auch Schrott, weil er eben ein Staatsvertrag ist und sozusagen nicht ausgefertigt werden konnte. Ja, und das Gleiche ist eben auch bei der GEZ, ne? Staatsverträge sind grundsätzlich vom Kaiser zu unterschreiben und wenn wir keinen Kaiser haben, können wir keine Staatsverträge ausfertigen. Also ist die ganze GEZ-Geschichte rein formal ungültig. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass ein Verwandter von dem Richter, der damals das GEZ-Urteil gefällt hat, derjenige ist, der die GEZ eingeführt hat und aufgezwungen hat, dann ist der formal befangen. Da kann der zehnmal sagen, dass er da nicht befangen wäre, weil er sich anders verhält. Aber eine formale Befangenheit ist immer genau dann erfüllt, wenn jemand nahe verwandt ist oder in einem Abhängigkeitsverhältnis steht. Also seine Anstellung bei der Arbeit davon abhängt, welcher politischen Partei er hörig ist. Ne? Das sind formale Befangenheiten, da wird nie ein gültiges Urteil draus. Also es müsste dann nachträglich wieder aufgehoben werden. So, gut. Also machen wir dann noch eine Runde über Corona und ich würde erstmal jetzt die Wahlen abschließen. Wir warten morgen noch auf die Entscheidungen, dass es wohl in Georgia eine Anhörung gibt, inwieweit also die Wahlunregelmäßigkeiten substanziell unterlegt sind. Das sind sie. Also in so einer Größenordnung, das hat es also in der ganzen Geschichte der USA noch nicht gegeben. Es sind ja schon mehrere Wahlen schon mal rückgängig gemacht wurden. Und wir werden dann einfach sehen, was morgen im Laufe des Tages rauskommt. Wir haben also wieder diese 8 Stunden Zeitverzögerung, sodass also im späten Nachmittag damit zu rechnen ist, ob überhaupt eine Anhörung stattfindet. Ich gehe mal davon aus, gegen Abend, morgen gegen Abend werden wir Näheres wissen. Also ich denke mal, dass die Vormittag anfangen mit der Anhörung und das wird wahrscheinlich sich bis nachmittags hinziehen. Und dann müsste eben noch die 6 Stunden Zeitverzug mit draufrechnen. Und unsere Medien werden es nicht übertragen. Das heißt, ihr werdet euch dann bei Newsmax anmelden. Habe ich schon gesagt, installiert euch die App auf dem Android-Handy, Newsmax, und dort könnt ihr also gucken. Und ansonsten würde ich jetzt erstmal das Video beenden und morgen eventuell dann noch ein neues nachreichen. Ne? Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.